Der Klasse bis 8.500 Euro über 1.640 Meter. Ganz klar favorisiert wird die dreifache Saisongewinnerin Unique Diamant, gefahren von Christoph Fischer. Bei der letzten Einblendung bezahlte Unique Diamant 13 für 10. Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Rio de Ala kommt vorzüglich weg, ebenso wie Harisine. Die beiden biegen als erstes Pferd in den ersten Bogen hinein. Rio de Ala vor Harisine, dann liegt an der Innenkante Unique Diamant vor Axel HS. Dann folgt Estamo. Rio de Ala in Front, aber auch wenn es vor die Tribünen geht, mit einem Vorsprung von etwa 1,5 Längen auf Harisine. Innen klebt an der Innenkante Unique Diamant an dritter Stelle vor Axel Hess und Estamo, dann Elamo und Annabelle Venus. So geht's auf die Schlussrunde. Tempo etwas herausgenommen von Rio de Ala. Eine halbe Länge außen versetzt Harisine. Innen liegt unverändert an dritter Position Unique Diamant vor Axel Hess und Estamo, dann Elamo und Annabelle Venus. So wie Hickory Scott. Keine Bewegung im Feld, aber jetzt wird Axel Hess herausgenommen. Kommt in dritter Spur zügig weiter, da Harisine zurückgefallen ist, weit zurückgefallen ist. Rio de Ala legt aber an der Spitze zu. Rio de Ala eine halbe Länge vor Axel Hess und Unique Diamant. Dann hält sich nun Elamo an vierter Stelle vor Estamo. Fehler von Axel Hess im Schlussbogen. Rio de Ala führt vor Unique Diamant und Elamo sowie Estamo, dahinter noch Annabelle Venus vor Hickory Scott. Zu Beginn des Einlaufes führt Rio de Ala. Rio de Ala vor Elamo, dahinter versucht noch Unique Diamant auf freie Fahrt zu kommen und die Schlussattacke zu lancieren. Aber Rio de Ala kann immer wieder zulegen. An der Spitze läuft Rio de Ala zum lockeren Sieg über Unique Diamant und Elamo.